Mit einigen Überraschungen für die vielen Ehren- und Festgäste wurde die feierliche Eröffnung des neu gestalteten und renovierten Stadtsaales von Ebenfurth vorgenommen. Politisch getrennt, aber gemeinsam für das Land arbeiten, das war auch heute die Devise. Und wie man sieht, es hat funktioniert. Ja, das ist auch gut so. Das ist genau jener Geist, mit dem ich gerne das Land führe, weil ideologische Positionen das eine sind, aber das gemeinsame Arbeiten für das Weiterentwickeln des Landes ist die andere Seite. Und so wichtig es auch ist, dass es politische Parteien mit den unterschiedlichen Farben gibt, wenn es ums Land geht, darf es nur zwei Farben geben, nämlich Blau-Gelb, und das ist Niederösterreich. Und ich glaube, in diesem Geist ist dieses Land gerade in den schwierigsten Jahren groß geworden. Und ich habe von der ersten Minute an, seit ich Landeshauptmann bin, mir ein Vorbild an einem Leopold Fiegel oder all den großen Landeshauptmännern vor mir genommen, mit dem Ziel, Landeshauptmann für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu sein. Und das zeigt auch, dass tatsächlich eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit ist. Ja, der Festsaal hat im wahrsten Sinne des Wortes natürlich Geschichte. Es ist ja nicht, dass er jetzt gebaut worden ist und dass er noch nicht gegeben hat. Das hat am 15. Juni 1954 einen Gemeinderatsbeschluss gegeben, einen einstimmigen für den Saalbau. Was war denn die Reaktion des Publikums? Das Saal war ja bummvoll. Also die Reaktion war eine sehr, sehr gute. Wir haben grundsätzlich, das war mir das Allerwichtigste, bevor es die offizielle Eröffnung gegeben hat, einen Tag der offenen Tür für unsere Bürgerinnen und Bürger gehabt. Der war am 29. September bereits. Und ich sage einmal, die Bürger sollen auch sehen, was mit ihrem Steuergeld passiert. Ist ja nicht mein privates Geld, sondern das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger, was hier investiert worden ist. Und ich muss sagen, wir haben einen ganz, ganz tollen Erfolg gehabt. Wir haben die 600 Besucher gehabt und es hat keinen einzigen gegeben, der nicht begeistert nach Hause gegangen ist. Und der Festtag, die offizielle Eröffnung, war natürlich ganz genau das Gleiche. Wir haben 320 geladene Gäste gehabt, sie sind auch alle gekommen, es ist eher unüblich. Da hat es niemanden gegeben, der ausgefallen ist. Und ich glaube, es war eine ganz, ganz tolle, hochkarätige Festveranstaltung. Im Zentrum, sage ich einmal, ganz wichtig für uns, unser Stadtchor, der natürlich auch dementsprechend von den Wiener Neustädtern instrumental begleitet worden ist. Und es war ein Festakt, würde ich meinen, der wirklich ganz, ganz toll war.